Shalom, gesegnete Geschwister in unserem Herr Jesus Christus. Ich wollte mit euch teilen ein paar Träume von Januar, die ich gesehen habe über Entrückung. Die erste habe ich geträumt, das war so ganz schöne grüne Wiese, grüne Gras, grüne Baum. Ich habe dann Picknickdecke auf den grünen Gras gelegt und habe mich unter den Baum hingesetzt. Dann sehe ich plötzlich anstatt grüne Gras, ist das so wie diese Nachregen, diese ganzen Kanalen, dass die Decke auf diesen Kanalen und da kommt so dreckiges Wasser und die ganze Gras wird schlecht und überall diese Kanalen und das sieht ganz schlimm aus. Und ich habe entweder selbst gedacht, dass ich muss jetzt auf Baum klettern oder hat mir jemand gesagt, dass ich jetzt auf Baum klettern muss. Dann bin ich quasi auf den Baum geklettert und dann kam eine Hand von oben und hat diesen Baum quasi die grüne rausgerissen. Und ich hatte im Traum so ein ganz schönes Gefühl gehabt, eine Entrückung. Habe ich noch gedacht, oh, es ist eine Entrückung, Halleluja. Und das war einzige Stelle noch, wo das noch heil war. Der Baum war noch grün und alles andere ist komplett schlecht geworden. Dann einen anderen Traum, nach ein paar Tagen habe ich gesehen, das war ein Gebäude, die schon fast fertig war. Und den Dach, das waren noch ein paar Dachziegel, noch nicht bis Ende gemacht. Und Jesus war, unser geliebter Herr Jesus Christus, der hat dieses Haus gebaut gehabt und der hat diese letzte Ziegel auf dem Dach quasi befestigt gehabt. Das war noch eine ganz kleine Stelle, wo noch ein paar Ziegel kommen sollten. Und es war so ein schönes Gefühl im Traum. Ich dachte, oh, es ist schon fast fertig, die Gebäude. Bald ist das vollständig, Halleluja. Genau, das ist für mich auch ein super schönes Zeichen, dass bald ist diese ganze Prüfungenzeit von der Braut von Jesus Christus zu Ende und bald ist endlich mal, werden wir entrückt. Halleluja. Warten wir alle ungeduldig. Dann habe ich heute einen schönen Traum gehabt. Also das war ein bisschen traurig für mich während des Traums. Ich habe eine Frau gesehen und ich hatte Verständnis gehabt im Traum, dass es der Heilige Geist ist. Und sie hat umarmt Fische. Das waren Fische, alle möglichen, von überall hat sie die angesammelt. Das waren ganz kleine, ganz große, alle möglichen Fische. So circa 30 Stück ungefähr. Sie hat sie so umarmt, zum Brust gedrückt und sie war so traurig und sagte, das sind die letzten Fische. Wenn wir die jetzt nicht retten, werden die Fische komplett vernichtet. Und ich hatte dieses Verständnis gehabt, dass die Fische, das sind wir. Und diese letzten Fische, das sind noch die Fische, die göttliche, nach Gottes Abbild geschaffen sind. Und noch die Fische, die sich nicht modifizieren haben mit dieser modernen Sache, was jetzt momentan alle sich machen, so modifizieren. Und das war dieses Verständnis bei diesem Traum. Diese war ganz traurig und die meinte, das sind letzte Fische. Wenn wir die nicht treten, werden die Fische ganz kaputt, alle Fische ausgerottet werden. Und genau, deswegen gibt mir das auch so ein Gefühl und eine Erkenntnis, Rettung der Fische, das ist Entrückung, Halleluja. Es kommt immer näher, wenn ich sehe auch, dass die Jahr 2022 schon, wir haben immer gedacht, die Israel war in 1948 gegründet, 80 Jahre, eine Generation, es war gesagt, es wird noch eine Generation nicht bis Ende kommen, bis das geschieht. Und letzte siebte ist für Israel, das heißt, 21 ist jetzt zu Ende, dann kann man jetzt wirklich jede Woche, jeden Tag, jede Sekunde erwarten auf Entrückung. Deswegen wollte ich euch ermutigen, meine wunderbaren Geschwister in dem Herr Jesus Christus. Ich wollte noch zum Letzten vorlesen von meinem Tagebuch mit dem Herr.
hat mir gestern, habe ich gestern geschrieben, das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen vom Russisch in Deutsch. Die letzte Abschnitt lese ich nur. Also früher hat mir Herr gesagt, dass wir müssen uns immer heiligen, dass ohne Heil kann man den Gott nicht sehen. Wir können auf den Berg des Herrn steigen, der reine Hände und reine Herzen hat. Und dann habe ich ihn gefragt, Vater, wie lange muss ich noch warten? Und er sagte zu mir, sammel Tagen, die jetzt kommen, in eine Schatzkiste wie die kostbaren Perlen. Und deine guten Taten in da wo die man Körner, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, wo man die Körner versteckt. Ich habe das in Übersetzer angegeben, das hat mir Mülleimer gezeigt, aber das ist falsch. Das ist bestimmte Ortschaft, wo man die Körner sammelt. Und dann sagte weiter der Herr, wie ein Pflüger, das ist diejenige, die auf die Erde arbeitet, merkt nicht, dass der Tag zu Ende kommt, genauso die Schnitter von Menschenseelen, die werden auch nicht merken, wie schnell die Zeit vergangen ist, bis der Herr kommt. Deren Last trage ich selbst und seine Schwere merken sie nicht. Ich beschütze die. Ich wollte euch ermutigen und sagen, seid immer bereit mit wartenden, warmen, heißen, nicht warmen, nein, 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 nicht warmen Christen, heißen, brennenden, brennenden für Herr Jesus, unsere Yeshua HaMashiach, Herzen. Und heiligt euch und der unsere geliebte, wunderbare Herr Jesus kommt schon sehr, sehr, sehr bald, deine heilige Braut. Tadellose, ohne Flecken zu holen. Durch seine Gnade, mit unserer Kraft schaffen wir das nicht, aber durch seine Gnade und sein kostbares Blut, die uns reinwischt von allen Sünden, Blut von Jesus wischt uns von allem rein. Der sagt, kommt alle zu mir, ich werde euch alle retten. Deswegen, jetzt ist noch Zeit da. Bitte kommt alle zu Jesus, der rettet alle. Gottes reichen Segen und Shalom. Wir sehen uns im Himmel. Shalom.